Wichtige Info vorab. Die Wahl deiner Fraktion beeinflusst noch keine Missionen im Spiel. Die Fraktion kann bis zum nächsten Wipe nicht mehr gewechselt werden. Um zusammenspielen zu können, müsst ihr derselben Fraktion angehören. Und alle 6 Monate circa gibt es einen Wipe. Dann könnt ihr eure Fraktion nochmal neu wählen. Und diese 3 Fraktionen gibt es. Die Lamang Recovery Initiative, LRI, die Mitras Security Systems, MSS und die Crimson Shield International, CSI. Die Lamang Recovery Initiative, LRI. Finanziert von einem Tech-Milliardär, sind sie auf der Suche nach Überlebenden rund um Ground Zero, nachdem die UN die Insel verlassen hat. Mitras Security Systems, MSS. Eine Gruppierung von Soldaten für Soldaten. Zusammenhalt ist hier das höchste Gut. Inspiriert von der römischen Legion wird hier die Beute nach Rang und Leistung verteilt. Crimson Shield International, CSI. Ein privates Militärunternehmen mit einer Erfolgsrate von 95%. Jedoch sind manche Methoden sehr fragwürdig. Kollateralschäden dürfen keine Mission gefährden. Sie sind effektiv, aber kaltherzig. Ich hoffe, ihr könnt euch mit diesem Hintergrundwissen für eine der 3 Fraktionen entscheiden. Für welche entscheidet ihr euch? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und lasst ein Like oder Abo da, um keinen zukünftigen Content zu verpassen. Falls ihr auf meiner Reise auf Lamang Island dabei sein wollt, dann folgt mir doch bitte auch auf Twitch. Der Link ist unten in der Beschreibung. Doch jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Spiel. Euer Kühni.